Belli, wie geht's euch? Louis hier wieder. Und zwar habe ich heute einen Duft für euch. Ja, Leute, den habe ich schon auf Englisch performt. Das ist ein super Alltagsduft. Ja, und der hat auf jeden Fall es verdient, dass ich ihn euch hier auch noch auf Deutsch performe. Der ist halt ein frischer, ja, ich würde sagen, so ein süßer, frischer, fruchtiger Duft. Ja, in der Richtung geht er meines Erachtens nach, ja, und ich mag den wirklich sehr, vor allem auch das Flakon, das ist sehr unique, ja, schaut mal, das ist eine Faust von Diesel, und zwar Only the Brave, der ist sehr bekannt, ja, sehr bekannter Duft, vor allem steckt doch hier ein bekannter Parfümeur dahinter, und zwar Oliver Polch, hat hier mitkreiert an dem Werk, ist ein super Duft, ist nicht ein langanhaltender Duft, ja, das solltet ihr wissen, der ist auch eher für den Frühling und den Sommer gedacht. Macht so vielleicht maximal 2 Stunden durch, ja. Aber die Entwicklung der Duftwolke hier ist echt wirklich top. Die erste halbe bis dreiviertel Stunde, die ist so süß und fruchtig, Leute. Ist wirklich Weltklasse. Also Haltbarkeit, wie gesagt, kann man lassen. Ja, hier das Saint Blanc von Diesel, könnt ihr auch sehen. Ist echt ein schicker Flakon, definitiv. Duft an sich wirklich top. Die Ingredienzen vor allem, okay, sind hier wirklich zitronisch hier mit drin. Mandarine ist hier mit drin. Rosmarin ist mit drin. Zeder, Amber, Leute, sogar Leder ein Stückchen weit in der Basis hier. Also das ist wirklich von den Ingredienzen her super, super, super gut zusammengemixelt. Guter Alltagsduft, definitiv. Vor allem, wer nicht so stark auffallen will, sondern einfach nur frisch und fruchtig duften will für die Sommertage. Hier, Leute, mit diesem Duft macht ihr nichts falsch im Büro, nach dem Sport. Einfach ein schöner Alltagsduft, passend zu jeder Gelegenheit. Könntet ihr sogar eventuell am Abend tragen. Ich finde ihn ganz toll. Sagt ihr mir Bescheid, was ihr davon haltet, weil, wie gesagt, sehr, sehr, sehr bekannter Duft. Das ist ein guter Mainstreamer von Diesel. Könnt ihr auch fast überall erwerben, ja. Ob ihr in Drogerie geht oder ob ihr in einer großen Parfümerie geht. Ich glaube, den habe ich schon öfters irgendwo gesehen. Dieser Diesel Only the Brave, das ist ein das ist definitiv ein Flaggschiff von Diesel. Testet ihn und gebt mir Bescheid. Ich finde ihn wirklich hervorragend. Sagt ihr mir, was ihr davon haltet. So gerade an warmen Tagen super passend zum Draufsprühen und sich einfach frisch und wohlfühlen. Leute, das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sag schon mal, ciao Belli.